Hier ist Christine wieder von Stempel Diving. Mich haben vor kurzem einige Fragen erreicht, und zwar hinsichtlich der Aquarellpainter. Und da ging es darum, ob man wirklich das Aquarellpapier benötigt oder nicht. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie das aussehen kann, wenn ihr einen Aquarellpainter mit dem Papier nehmt oder vielleicht zum Beispiel Flüsterweiß. Ebenso mit der Stanze, nur dass ihr das mal einmal gegenübergestellt bekommt. Im oberen Bereich habe ich das Aquarellpapier genommen und das untere ist halt auf dem Flüsterweiß der Ballon. Wie ihr sehen könnt, ist im oberen Bereich, oder habe ich hier einmal den Luftballon gestanzt mit Stays On und einmal mit, ich glaube, Espressowasser in dem Fall. Und wenn man den Aquarellpainter nimmt, aufgrund der Wasserkonzentration, ist es halt auf dem Aquarellpapier passiert, dass bei Espresso ist letztendlich ein bisschen verlaufen. Bei dem Stays On gar nicht. Also von daher finde ich persönlich das besser, aber es ist ja auch immer eine Geschmackssache, wie man einen Effekt haben möchte. Wenn man hingegen einmal das Ganze auf dem Flüsterweiß macht, das gleiche, einmal hier rechts mit Espresso und links mit Stays On, ist der Verlauf bei Espresso jetzt nicht so stark, liegt einfach an der Papierstruktur, aber auch der Farbverlauf ist ein anderer. Und so könnt ihr einfach sehen, dass die Wirkung der Aquarellpainter auf dem Aquarellpapier einfach eine andere ist als auf dem Flüsterweiß. Und es ist dann natürlich eine Geschmackssache, was man eher favorisiert. Ich persönlich würde da dann schon trotzdem das Aquarellpapier nutzen. Was ich euch zum Beispiel auch mal zeigen kann, ist, ich habe vor kurzem eine Karte gemacht und habe halt auch da das Aquarellpapier benutzt. Und wie ihr seht, also die Farbverläufe sind einfach anders, aquarellmäßig halt. Ja. Das war es eigentlich auch schon wieder. Mir war es einfach mal so wichtig, euch zu zeigen, warum Aquarellpapier ganz sinnvoll ist für Aquarellpainter. Und ja, falls ihr Fragen habt, kommentiert gerne mein Video. Ansonsten bis zum nächsten Mal.